Über Norddeutschland sind zwei Kampfjets der Luftwaffe abgestürzt. Offenbar hätten sich die beiden Maschinen in der Müritz-Region in Mecklenburg-Vorpommern in der Luft berührt, berichtete die private Radiostation Ostseewelle am Montag. Nördlich des Fliesensees seien zwei Feuerbälle zu Boden gegangen und Waldbrände ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte seien im Einsatz. Offenbar handele es sich um Maschinen des Typs Eurofighter. Die Luftwaffe bestätigte den Vorfall auf Twitter. Beide Piloten hätten den Schleudersitz betätigen können, hieß es. Laut Verteidigungsministerium haben Rettungsmannschaften einen der Piloten inzwischen lebend gefunden. Laut Luftwaffe verunglückten die Maschinen bei Luftkampfübungen. Daran soll auch ein dritter Eurofighter beteiligt gewesen sein.